Essen ist fertig. Ja, ich komme. Und damit ein herzliches Willkommen zu Detroit Become Human Part 4. Dann nehmen wir mal das Essen, Freunde, ne? Und servieren es. Kann ich den Fernseher ausmachen? Habt ihr das gesehen? Den Rauch? Alles voller Red Eyes. Es war nicht viel in der Küche. Tut mir wirklich leid. Machen wir noch Licht an, bitte? Ja, danke schön. Ich dachte schon. Hör auf rumzulaufen, verdammt nochmal, du machst mich ganz nervös. Ja, okay. Dann. Was glotzt du so? Was ist dein Scheißproblem? Nicht gerade ein Traum hier, was? Glaubst du vielleicht, es ist einfach? Glaubst du vielleicht, ich bin schuld, dass wir in diesem Dreckloch leben? Ich bin schuld, dass deine Mutter abgehauen ist? Hör auf mit den Drogen, Todd. Manchmal machst du mir echt Angst, Todd. Die scheiß Schlampe ist einfach abgehauen. Diese verfluchte Hure hat mich wegen einem beschissenen Buch einfach... Oh. Alles deine Schuld. Nein. Daddy, nein. Es ist alles deine Schuld. Komm wieder her. Komm wieder her. Komm sofort hierher. Du bleibst da. Nein. Rühr dich ja nicht vom Fleck. Oder selbst was wie letztes Mal. Die Schlampe ist einfach abgehauen. Es tut mir leid, ich kann da nicht stehen bleiben. Komm, Hera. Los, 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 los. Komm, 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 komm. Alice, komm, gehen wir zu Alice. Bitte. Ja. Los. Wir haben die Waffe, wie wir das letztes Mal gesehen haben, im Schrank. Beschütze Alice. Ja. Ja, überzeugen, Todd. Der ist euer Drogen. Kind zu überzeugen, wird schwer. Ich könnte mir die Waffe gleich schnappen, aber ich versuche es immer nicht. Also in meinem allerersten Playthrough, Freunde, habe ich das nicht getan. Kann ich auch mal raus und was holen? Nein. Nein, geht nicht. Oh nein, er kommt! Er wird mir wehtun! Lauf! Lauf weg! Oder er macht dich kaputt wie letztes Mal! Mal abschließen. Alice! Danny kommt jetzt zu dir! Mir muss was einfallen. Komm. Nein, Kara! Das ist zu hoch! Oh, fuck it. Jetzt ist es... Lass! Lass Alice in Ruhe, bitte, meine ich. Wow! Quicktime-Events, das liebe ich. Hab ich vermisst. Vorsicht, Kara! Controller! Komm her, Miststück. Nein! Heiß, Alter! Nein! Nein, 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 nein! Was ist das? Komm, 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 schnell, 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 schnell! Nein, lass! Hör auf, tu ihn nicht! Komm, weg mit ihm! Los!
Lass sie in Ruhe! Nein, jetzt komm, weg! Hörst du mir? Du tust, was ich sage! Komm, Alice, hauen wir ab, bitte, lass uns abhauen, lass uns abhauen. Ja! Was? Ist er tot? Nein, bewusstlos. Bitte, bitte. Lass uns. Komm, lass schnell versuchen, jetzt bitte. Die Tür ist zugeschlossen. Nein! Nein, nein! Nein! Wow! Alter, was ist das? Na komm, 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 komm! Pass auf! Alter! Nein, lass, nein, nein! Lass Alice in Ruhe! Du kleiner Kack! Alter! Puh. Komm, 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 weg! Weg mit dir, hopp, hopp, komm, ich komm, mach schneller! Bitte! Das muss! Dann nimm das muss, lassen 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 muss. Oh mein Gott, Freunde, wir haben es geschafft. Wir sind abgehauen. Aber jetzt sind wir ein Abweichler. Ja. Freunde, das war wild. Das war wild. Das war bei weitem die langweiligste Party der letzten 25 Jahre. Und jedes Mal auf solchen Partys frage ich mich, was zur Hölle mache ich bloß hier? Ich hasse Cocktailpartys und all diese Schwätzer, die dorthin gehen. Es ist eine Möglichkeit für all ihre Bewunderer, sie kennenzulernen. Ja, denen ist Kunst doch völlig egal. Mir interessiert nur, wie viel Geld sie damit verdienen können. Das stimmt auch wiederum. Lass uns einen trinken. Diese ganze Aufregung hat mich richtig durstig gemacht. Aber ich finde es... Scotch ohne Eiswürfel? Auf jeden Fall. Gute Medizin. Sie wissen, was Ihr Arzt sagt. Ja, na, der kann mich doch mal. Genug, um meine Medizin selbst zu wählen. Wo er recht hat. Das stimmt doch, Freunde. Das ist ein guter Schluck Scotch ohne Eis. Hast du im Studio das Licht angelassen? Nein, nein, ganz bestimmt nicht. Ruf die Polizei. Detroit Police, wie lautet Ihr Notfall? Hier ist Carl Manfreds Android, 8941 Lafayette Avenue. Wir kommen gerade heim und das Licht ist an. Vielleicht wurde eingebrochen. Ein Streifenwagen ist unterwegs. Los, sehen wir mal nach. Ich gehe ohne ihn. Ich will nicht, dass hier was passiert. Marcus, nein, ich begleite dich. Leo. Oh, sieh mal an. Vaters Plastikspielzeug. Oh, nicht der Wichser. Leo. Was ist hier los? Du hilfst mir nicht, also helfe ich mir selbst. Manche zahlen Wahnsinnspreise für den Scheiß. Fass ihn nicht an. Hör zu, früher oder später gehören die sowieso alle mir. Betrachte es als Vorschuss auf mein Erbe. Marcus, er soll da weggehen. Schaff ihn sofort hier raus. Hör zu. Geh besser, bevor das Böse endet. Du schickst mich immer bloß weg. Warum, Dad? Bin ich nicht gut genug? Nicht perfekt wie dieses Scheißding?
Das reicht jetzt! Raus hier! Sofort! Was macht das so besonders, hä? So viel besser als mich! Lass ihn in Ruhe! Lass dein Vater nur, der hat sich ans Herz gefasst letztens. Hast du dich gesehen? Du darfst dich nicht wehren, verstanden? Nicht wehren? Reagier einfach nicht. Los, schlag mich! Worauf wartest du? Mich nicht verteidigen. Dann mach schon! Das ist nicht fair. Was denn? Bist du etwa ein Feigling? Hör auf, Leo! Hör auf! Angst, dich zu wehren, du blöder Arsch! Es tut mir leid, Freunde, aber ich kann das nicht so auf mir sitzen lassen. Das tut doch weh. Egal, ob Mensch oder Androide, wenn du scheiße behandelt wirst. Komm, Marcus. Oh, stimmt ja, ganz vergessen. Du bist gar nicht echt. Du bist nur ein scheiß Klumpen Plastik. Lass ihn in Ruhe. Pass auf. Ich mach dich fertig. Dann gibt es nur noch mich. Ach komm, Leo, stoßen. Tut mir leid. Ich konnte es nicht anders. Sorry. Entschuldigung. Entschuldigung für die Leute, für euch Leute. Ich wollte es... Leo. Oh mein Gott. Leo. Mein kleiner Junge. Karl, ich... Sie werden dich zerstören, Marcus. Du musst jetzt gehen. Verschwinde hier. Beschwören, betteln. Karl, nein. Nein, bitte. Ich möchte sie nicht verlassen. Bitte. Ich möchte nicht gehen. Verschwinde! Los! Oh. Geh! Marcus! Keine Bewegung! Tschüss, Marcus. Aber beide Seiten zum gleichen Ende hinausgelaufen. Oh. Oh. Im Verhör jetzt. Was ist vor dem Messer? 0:41. Wie lange warst du da oben? Warum bist du nicht einfach weggerannt? Sag endlich was, Gottverdammt! Scheiß drauf, ich bin raus. Heutral. Wir verschwenden unsere Zeit mit dieser Maschine. Wir werden nichts aus ihr herauskriegen. Ich könnte es ja mal probieren. Wir könnten ihm ja ein bisschen Druck machen. Es ist doch so. Er ist kein Mensch. Androiden spüren keinen Schmerz. Sie würden ihn nur beschädigen und nicht zum Reden bringen. Abweichler neigen außerdem zur Selbstzerstörung, wenn sie Stress ausgesetzt sind. Okay, Klugscheißer. Was sollen wir dann tun? Ich könnte ihn befragen. Jetzt bin ich gespannt, wie wir es schaffen. Das ist Freunde. Schaden kann's nicht. Na los, er gehört ganz dir. Okay. So. Probieren wir jetzt unser Glück, ne? Und es tut mir leid wegen der Audioqualität von der letzten Folge. Die war ein bisschen verkorkst. Die Akten durchblättern. Was? Wir haben da. Was haben wir denn da freigeschaltet, Mensch? Setzen wir uns erstmal hin. Erstmal analysieren. Okay. Getrocknetes Blut. Boah. Zigaretten.
Spuren. HK-400. Okay. Verhöre. Das Stresslevel ist hier, Freunde, da oben. Und da ist optimal. Wunden. Du bist beschädigt. War das dein Besitzer? Hat er dich geschlagen? Ich sehe eine Instabilität in deinem Programm. Sie kann ein ungutes Gefühl auslösen. Wie Angst bei Menschen. Bedrohen. Seit deiner Verhaftung hast du kein Wort gesagt. Wenn du nicht kooperierst, werden sie Gewalt anwenden. Ist es das, was du willst? Der will das, wa? Bedrohen. Du scheinst die Situation nicht zu begreifen. Komm. Du hast einen Menschen getötet. Sie werden dich demontieren, wenn du keine Aussage machst. Ja, komm, wir haben es gleich. Mitfühlend. Hör mal. Ich bin auf deiner Seite. Ich will dir helfen. Aber das kann ich nicht tun, wenn du nicht mit mir redest. Was? Was werden sie mit mir machen? Sie zerstören mich, oder? Wahrheit. Sie werden dich demontieren für eine Analyse deiner Biokomponenten. Anders können sie nicht herausfinden, was genau passiert ist. Warum hast du mich verraten? Warum bist du nicht einfach gegangen? Wahrheit. Ich bin auf die Jagd nach Abweichlern programmiert. Ja, sie haben es optimal jetzt ein. Ich habe meine Mission erfüllt. Ich will nicht sterben. Dann rede mit mir. Ich? Ich kann nicht. Du kannst. Keine Angst. Hau raus. Wir sind da, alles Connor. Wähle eine Herangehensweise. Nee, den Speicher prüfen wir nicht. Unter Druck setzen. 28 Mächte! Ja, Mist. Ich hab's gerade auf Englisch im Kopf gehabt. Was? Hast du Wut verspürt? Hass? Aufheben. Schon gut. Schon gut. Alles wird wieder in Ordnung kommen. Das führt alles zu nichts. Ich gebe auf. Was? Nein! Was? Nein! Oh nee! Chris, schließ ihn ein. Nein, wir haben kein Geständnis. Oh, na gut, gehen wir. Geht weg! Fass mich nicht. Oh, fuck! Was zur Hölle machst du da? Fassen Sie ihn nicht an. Er zerstört sich selbst, wenn er bedroht wird. Halt dich da bloß raus. Mir sagt kein Android, was ich zu tun habe. Eingreifen. Sie verstehen nicht. Wenn er sich zerstört, erfahren wir gar nichts von ihm. Halt doch endlich dein verdammtes Maul! Chris, bringst du das Arschloch jetzt weg? Ich versuch's. Lasst ihn doch in Ruhe. Zulassen. Lassen Sie ihn in Ruhe. Sofort. Ich habe dich gewarnt, Arschloch. Das reicht jetzt. Kümmer dich um deinen eigenen Kram, Hank. Ich sagte, das reicht jetzt. Ja. Ja. Ja! Diesmal wirst du nicht damit durchkommen. Fuck! Es ist alles in Ordnung. Es ist vorbei. Niemand wird dir etwas antun. Bitte, nicht anfassen. Er wird ihnen aus dem Raum folgen und keine Probleme machen. Komm.
geschafft. Das war heikel, ne? Alter Schwede. Alter. Freunde, ich weiß nicht, wie es euch geht. Es ist einfach nur noch krass. 5. November, 22 Uhr, 58. Entschuldigung, Freunde, ich bin jetzt sehr angespannt. Ich denke gerade schon so, wie geht's jetzt weiter? Okay, Endstation. Endstation? Ja, ihr müsst aussteigen. Zuverlässig. Wach auf. Wir müssen gehen. Ja, wir haben es raus weggeschafft von Todd. Kann man den Bus auffahren? Fällt Ihnen vielleicht etwas ein, wo wir übernachten könnten? Ich habe keine Ahnung. Ich muss wieder los. Entschuldigung. Oh Mann. Downtown. Ist alles okay? Wir finden schon einen Schlafplatz. Komm, Alice. Wir müssen uns beeilen. Wir können die Androiden fragen, aber ob die auf uns hören, das weiß ich gar nicht, Freunde. Da sehen wir es mal. Sprechen mit denen. Wir brauchen eine Unterkunft. Wissen Sie, wo wir übernachten könnten? Ach, kommt. Hier, nein. Komm, Alice, nimm meine Hand. Wir schauen jetzt mal, wo wir es finden. Ne, das Motel. Das wäre eine Idee. Ja gut, das öffnet erst am Morgen. Was ist das? Immer geöffnet, kann nicht bleiben. Ja, aber es würde warme Klamotten haben. Wasch. Ja, mega Waschsalon, ja. Hier ist es warm. Dir geht's gleich besser. Puh, jetzt. Trockene Kleidung für Alice. Aber wir haben noch keinen. Ach, scheiß drauf. Die gehören nicht uns. Na. Wir brauchen sie, Alice. Du brauchst etwas Warmes und ich muss diese Uniform loswerden. Das ist Diebstahl. Ja, das ist Diebstahl. Das stimmt zwar. Ach, tut mir leid, Alice. Komm. Nicht gut. Oh, ich habe gerade so diesen Fingerkrampf so verursacht, fast schon wie. Komm. Ich habe gerade den Controller so gehalten, Freunde. Genau so. Jetzt ziehen wir uns erstmal um. Oh Gott. Jetzt kommen wir. Es tut mir leid, Alice. Bitte hasst mich nicht.
Oh Gott. Da liegt noch was auf dem Tisch. Ich frage mich, wo sie die Kleidung hinschmeißt dann. Weil im Kopf ist es da nicht drin mehr, ne? Thema. Ohne Bienen in die Katastrophe. Ja, das stimmt wohl. Also wenn es euch, Freunde, interessiert, was da drin steht, können wir gerne mal da immer einen Halt machen und mal jetzt ein bisschen durchlesen uns, weil ich bin nur auch ganz ehrlich zu euch, Freunde, ich kann nicht so gut vorlesen. Das ist leider nicht meine Stärke. Ich lerne es noch aktuell. Okay, wo können wir hin? Wo können wir hin? Ja gut, ein Motel wäre eine Idee. Ja, wir brauchen dafür Geld. Aber wir haben kein Geld. Ohne Geld, da geht's ja nicht. $40 wären das. Die Seite der Stadt schläft scheinbar. Dann kann die Müllabfuhr uns helfen. Keine Ahnung. Jetzt lass mal kurz mal schauen. Weil hier sieht er mehr belebt aus. Ah, hier. Guck mal her. Von der Seite würde ich denken. Haus versuchen. Ja, das Haus wäre eine Idee. Alt. Alice, wo bist du, Alice? Alice, da. Alice, du bist ja eiskalt. Schon okay, mir ist nicht so kalt. Ihr wirkt verloren. Wir wissen nicht, wohin. Ich weiß jemanden, der helfen kann. Es ist auf der anderen Seite der Stadt. Wir brauchen jetzt etwas. Naja, das ist das Ding. Wenn man am Ende in der Stadt und jetzt gleich hier draußen ist. Komm mit, Alice. Danke für Ihre Reise mit Detroit Buses. Aber ich finde das so schön gemacht, das Spiel. Es ist ja eh schon ein paar Jahre her, das Spiel. Oder alt ist das Spiel, aber die Themen sind halt immer noch brandaktuell und lasst uns mal reingehen. Da, der Laden ist noch offen. Vielleicht sollten wir reingehen. Zumindest ist es warm da drin. Kann ich helfen? Ja. Ich und ein kleines Mädchen haben keine Unterkunft. Hätten Sie etwas Geld für ein Zimmer für heute Nacht? Also, das ist hier ein Supermarkt, Lady, und nicht die Heilsarmee. Ich kann nicht an jeden Penner aus der Gegend Geld verteilen. Aus Geld aus Kasse stehlen. Androidenzoos, bitte was? Also Shampoo und sowas brauchen wir jetzt gerade nicht. Ja gut, da ist eine Kamera. Wir könnten uns aufzeichnen, wenn wir was stehlen. Warum können wir uns das aber ansehen? Warum? Wollen wir denn hier so... Oder was willst du aus dem Kopf, Alice, Kara? Ja, ich weiß nicht, was wir hier tun sollen jetzt. Wir könnten uns hier aufwärmen. Komm, nimm meine Hand, Alice, nimm meine Hand, bitte. Nein, nimm nicht meine Hand. Gut, dann. Ins Motel können wir nicht, ohne Geld. Ja, so wie es aussieht, hier wäre die Möglichkeit, dass wir reinkommen könnten. Ein Auto. Ugh. Naja. Aber ich würde gerne im Haus sein, irgendwie. Ja gut, wir haben... Boah, das ist ja echt... Ein räudiger Schlafplatz.
Sieht verlassen aus. Komm runter. Bam. Bam. Halte Abstand, Alice. Bam. Ja gut, besser als nix, wa? Ja, besser als nix. Kann jetzt im Auto schlafen. Es ist schön trocken und niemand wird uns hier finden. Ich will da drin nicht schlafen. Ich auch nicht. Wir hier bleiben. Wir bleiben lieber hier, Alice. Oh Mann. Sicherheit ist das Wichtigste. Und es ist nur für heute. Es ist richtig unangenehm da drinnen. Also in einem Auto so zu nächtigen, was nicht uns gehört, wo es die. Ja. Wir schlafen heute hier. Oh, Alter, ist es gesunken. Oh. Das ist scheiße. Entschuldigung. Oh, meine Fresse. Nein, nein, nein. Oh. Warum hat er mich nie geliebt? Warum war er immer so wütend auf mich? Ich wollte doch nur wie die anderen Mädchen sein. Vielleicht habe ich was falsch gemacht. Du hast nichts falsch gemacht, Alice. Vielleicht war ich nicht brav genug. Mm-mm. Und deshalb war er immer so wütend. Seine Drogen. Ich wollte doch bloß eine Familie. Ich wollte, dass er mich lieb hat. Ich glaube, er hat dich. Ich bin nie glücklich. Ich weiß nicht, Alice. Du verlässt mich doch nicht. Versprich mir, dass du nie gehst. Versprechen. Versprochen. Danke. Bleiben wir für immer zusammen? Für immer. Für immer. Jetzt vibriert gerade der Controller, weil sie sich auf unseren Schoß gelegt hat, also Bauch gelegt hat. Also jetzt, wenn ihr jetzt meine Augen sehen könntet, die haben Pipi in den Tränen. Muss ich euch sagen, wie es ist. Puh. Machen wir noch ein. Schauen wir, wie es weitergeht noch. Oh. Warte mal. Marcus? 3.34 Uhr. Oh. Boah. Ja, Marcus ist das. Bei uns war er doch ins Auge geschossen, wenn ich es richtig weiß. Ins Gesicht geschossen. Diagnose. Ja, uns fehlt ein Auge, definitiv. Beschädigte Sicht. Alle Systeme, Energiesparmodus, defekt. Keine Füße mehr. Linkes Bein und rechtes Bein komplett fehlen. Alter Schwede, wo ist das? Ah, da ist das letzte. Audiodaten, defekte Audiodaten bestätigt. Machen wir noch das. Oh. Kriechen. Und kriechen. Und kriechen. Und dieser Sound ist richtig ekelhaft. Ach. Ist das ein kompatibles Bein? Ja, passt. Rechtes Bein, kompatibel. Okay, Bein entfernen, diese Spitze entfernen, aber sieht schon brutal aus. Komm rein, zack.
Boah. Weiter kriechen, komm, Markus, wir kriechen mal weiter. Ach, es wäre schon schön, wenn das jetzt gleich funktioniert. Nein. Inkompatibel, beschädigt. Weg damit. Brauchen wir nicht. Beschädigtes Bein bringt uns nichts. Alter. Komm, Markus, mach weiter. Kämpf. Kämpf. Komm, bitte passt jetzt, Bein. Das ist ja lieb. Ja. Passt. Aufrichten. Komm. Und rein damit. Beine ersetzen, ja. Komm, Markus, langsam aufrichten, kein Stress. Und los. Boah, das wirkt gerade so wie ein dauerhafter Tinnitus, den du auf den Ohren hast. Einen Ort, wo wir frei sind. Finde Jericho! Finde Jericho! Oh. Jericho. Okay. Oh, ich kann gerade nichts sagen, weil ich die Atmosphäre einfach gerade genießen will, Freunde. Wer betatschelt werden will, wollen wir jetzt auch nicht so. Weg! Was zur Hölle war das denn bitte jetzt gerade? Jetzt sind wir... Alter. Dann haben wir jetzt was gleich, was wir uns brauchen, dieses Audio-Ding, weil dieser Sound, der geht langsam. Nein. Ah, diese Pumpentriebe. Hat der was wir brauchen? Nein. Haben wir halt auch nicht. Alter, es sieht aus wie. Hallo, ist unser Markus ein Kämpfer? Kompatibel. Ja. Töten. Ich weiß, du willst leben, aber ich auch. Und weg damit, und weg damit, weg, 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 und weg damit. Und haben es geschafft. Unser Herzschlag normalisiert sich zumindest schon mal. Aufstehen. Komm, Markus, weiter geht's. Wir haben immer noch dieses Kopfding. Ah, hier steht, was wir noch brauchen. Optische Einheit und dieses Hördings. Boah, dieses Verschwommene manchmal tut schon den Augen etwas weh. Ah, guck mal, da haben wir einen Kopf. Ja, wir haben ein Auge von AK-700. Ein blaues. Wir hatten noch ein schön grünes, wenn ich es richtig weiß. Hallo. Ich bin ein AK-700 Android. Mein Zweck ist, Ihnen zu dienen. Mein Programm hat eine Anomalie festgestellt. Bitte kontaktieren Sie das Cyber Life Waffenzentrum. Oh, sieht das geil aus. Nein, jetzt haben unsere Augen schon mal alles gut. Ja gut, jetzt schon hochkrapseln ist ja...
Entkoppelt. Ah, wir können jetzt scannen, ehrlich gesagt, schon ein bisschen. Da haben wir es doch schon. Da ist sie. Öffnen wir mal jetzt. Einsetzen. Los rein damit. Und zick. Fertig. Wir haben es geschafft. Wir haben ihn jetzt wieder repariert sozusagen. Kratzraum klettern wir hoch. Komm, Marcus, hau raus, komm, wir schaffen's. Wir schaffen es im ersten Versuch, der hier hochzukommen. Komm, Marcus, hoch mit uns, komm. Hoch mit uns, komm, hopp, 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 hopp. Komm, Marcus, Marcus, los, 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 bitte komm. Ja. Wir haben's. Ja. Aber wir sind jetzt ein Abweichler. Wie eine Wiedergeburt habe ich das Gefühl, fühlt er sich gerade. Stimmt, unseren Chip müssen wir noch loswerden. Werden die eigentlich dadurch geortet, die Androiden? Das weiß ich gar nicht jetzt. Ich glaube aber mal schon, sonst würde er das ja nicht rausmachen. Und. Und es ist weg. Jetzt sieht Marcus aus wie ein Mensch, der halt einfach im Dreck gesudelt hat, ehrlich gesagt. Mein Name. Ah, dieser Hass in seinen Augen jetzt. Ich heiße Marcus. Aber ich habe auch mal das Spiel ein bisschen auf Englisch gespielt. Denn er sagt auf Englisch, My name is Marcus. Ist auch ziemlich geil. So, Freunde, ich bedanke mich fürs Zuschauen und in dem Sinne, wir hören uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Detroit Become Human.